Österreich ist Vorreiter, was die Implementierung von digitalen Bürgerservices anbelangt, das sogenannte E-Government. Internationale Benchmark-Studien zeigen ganz eindeutig, dass es jedoch noch Raum nach oben gibt in Bezug auf die Nutzung dieser Services von den Bürgerinnen und Bürgern. Unsere Studie bestätigt, dass die Österreicher und Österreicher hier noch mehr digitale Anwendungsmöglichkeiten sich wünschen würden. Weniger als ein Viertel fühlen sich ausreichend über die digitale Möglichkeiten, die es gibt in der Verwaltung, informiert. Das heißt, Ziel der Verwaltung muss es hier sein, den Informationsstand deutlich zu erhöhen und das Angebot dementsprechend auszuweiten. Das Bild der Österreicherinnen und Österreicher in dem Zusammenhang ist differenziert. Obwohl es immer mehr Möglichkeiten gibt, Online-Erledigungen gestalten zu können, sind doch ca. 50% nach wie vor auch an persönlicher Erledigung interessiert. In der konkreten Anwendung sind schon ca. ein Drittel auch rein online-mäßig unterwegs. Der Rest verwendet je nach Situation online oder persönliche Erledigung. Das hängt, wie gesagt, vom Thema ab. Am beliebtesten in der Online-Abwicklung sind derzeit Angebote rund um das Thema Finanzen, Finanzonline. Die Bearbeitung und die Abwicklung ist person- und zeitunabhängig. Dementsprechend ist der ganze Prozess effizienter und ressourcenschonender. Das Leben der Nutzer ist hier viel einfacher und die Kommunikation zwischen der Verwaltung und zwischen der Bürgerin und der Bürger passiert rascher und transparenter. Im Prinzip gibt es zwei Kategorien von Faktoren. Der eine Faktor zielt sehr stark auf das subjektive Gefühl der Daten ab im Sinne von Datensicherheit und Datenschutz. Da sind die Österreicher in Summe schon noch sehr vorsichtig und es ist ihnen sehr wichtig, dass mit ihren Daten sicher umgegangen wird. Der zweite Aspekt zielt eher in Richtung, wie serviceorientiert die Angebote schon sind. Das heißt, oft ist es noch relativ komplex, diese Angebote anwenden zu können. Es gibt wenig Erklärungen, es gibt wenig Support in der Wahrnehmung der Österreicherinnen und Österreicher, wenn es um auch Unterstützung bei Fragen geht, telefonischen Support, sonstigen Support. Grundsätzlich sind die Österreicher und Österreicher mit der digitalen Verwaltung zufrieden, jedoch ausbaufähig. Das zeigt auch der E-Government Monitor, der besagt, dass nur zwei Drittel der Österreicher und Österreicher hier glücklich sind mit der digitalen Verwaltung. Was die Abwicklungsart anbelangt, so empfinden die Bürgerinnen und Bürger die persönliche Abwicklung einfacher, jedoch die Online-Abwicklung rascher und effizienter. Grundsätzlich ist die Bereitschaft, Online-Services stärker zu nutzen, bei den Österreichern und Österreichern vorhanden. Schon heute sind 68%, also über zwei Drittel, bereit, zukünftig diese Möglichkeiten stärker zu nutzen. Damit das auch entsprechend serviciert wird, wäre es wichtig, den Wissensstand in der Bevölkerung über diese Möglichkeiten zu erhöhen und die Servicierung der Möglichkeiten der Nutzung entsprechend auch weiter auszubauen. Wenn diese zwei Elemente gegeben sind, wird aus unserer Sicht der Nutzungsgrad auch in Zukunft noch weiter steigen.